Dann gehen wir mal zu Elaine. Da oben. Ich denke mal, da oben ist Elaine. Elaine, bist du salonfähig? Hallo? Oh. Moment mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch für dieses Porträtmodell gesessen habe. Hm. Oh. Ich habe einmal einen Jack damit gezwickt. Und dann habe ich irgendwie versehentlich den Heftklammerentferner gezwickt. Ich hatte ihn jahrelang, bevor ich daran dachte, ihn Elaine zurückzugeben. Sie war froh und sauer zur gleichen Zeit. Frauer. Die Notiz lesen. Hi, ich arbeite heute westlich des Sees und nördlich des Leuchtturms. Was? Was? Hä? Nein. Hi, ich arbeite heute westlich des Sees und nördlich des Leuchtturms. Westlich des Sees und nördlich des... Oh. Und nördlich des Leuchtturms. Es ist schön getrocknet, vorgeschnitten und ich glaube, ich werde meine Manteltaschen mit diesem sperrigen Brennholz füllen. Ich glaube, dass es irgendwie... Einfach alles mitnehmen. Hi, ich arbeite heute westlich des Sees und nördlich des Leuchtturms. Westlich des Sees und nördlich des Leuchtturms. So, hier ist nördlich vom Leuchtturm und westlich vom See. Wow, Elaine war wirklich... Hier ist sie nicht. Diese Heine... Hier ist sie auch nicht. Das sie! Hi! Yay, ich hatte gehofft, wieder auf dich zu treffen. Ich hatte gehofft, wieder auf dich zu treffen. Das hatte ich auch gehofft. Was ist im Voodoo-Laden passiert? Hast du das Geheimnis bekommen? Naja. Noch nicht, aber ich bin näher dran als je zuvor. Ich muss nur noch ein paar goldene Schlüssel zusammensuchen, dann kann ich loslegen. Das klingt vielversprechend. Was ist mit LeChuck und Captain Madison? Seltsamerweise waren sie nicht da. Nun, sei vorsichtig. Mach ich. Wie geht es mit deinem Projekt voran? Das Projekt ist auf ein Hindernis gestoßen. Wie du siehst, haben wir jede Menge Limetten, aber die Leute weigern sich, sie zu nehmen. Sie sagen, sie mögen den Geschmack nicht und glauben nicht, dass sie bei Skorbut helfen. Und sie wollen keinen wertvollen Laderaum opfern, der für Beute genutzt werden kann. Als gewählte Amtsträgerin hätte ich einen Erlass erlassen können. Aber als Privatperson muss ich die Leute überzeugen. Ich habe es mit diesem Flugblatt probiert. Ja, ich habe einen Teil davon gelesen. Ich weiß, es ist furchtbar trocken. Aber die Fakten sind da. Ja. Was wäre, wenn der Text zentriert statt linksbündig wäre? Irgendwie glaube ich nicht, dass das einen großen Unterschied machen wird. Ja, okay. Ich bin mir nicht sicher, was ich dir sagen soll. Es ist im Grunde ein Verkaufs- und Marketingproblem. Und keiner von uns ist ein Experte in diesen beiden Bereichen. Ich verstehe, was du meinst. Ich werde das Flugblatt aufbewahren. Vielleicht finde ich einen Vertriebs- und Marketing-Experten, der es sich ansieht. Okay. Ich kenne einen. Stan! Hast du ein paar Limetten übrig? Du kannst ein paar mitnehmen. Wie ich schon sagte, habe ich Schwierigkeiten, sie zu verteilen. Ja, ich werde es dann einfach fragen. Wie kommt es, dass das Bild von uns auf deinem Schreibtisch in zwei Teile zerrissen wurde? Ja, tut mir leid, dass du das gesehen hast. Es gab einen Zwischenfall mit einer Möwe. Sie ist mit dir in die Limettenhaine geflogen. Ich habe gesucht, aber ich konnte dich nicht finden. Ich verstehe. Aha. Du hast gesagt, eine Möwe hat meine Hälfte des Bildes von uns weggetragen? Sie ist in die Limettenhaine geflogen. Bis jetzt habe ich sie nicht gefunden. Tut mir leid. Ich liebe dich. Ich dich auch. Das heißt, ich muss jetzt diese verdammte Möwe suchen. Wo finde ich die Minzhaine? Dies ist ein Ausschnitt aus einem Porträt von Elaine und mir. Yippie, ich hab's gefunden.
wie schön das von meinem Controller sich einfach der Joy-Con selbstständig macht. So. Oh, da ist ein Schiff. LeChucks Schiff. Hallo? Ist da oben jemand, der auf dem Deck patrouilliert und bereit ist, mich ins Meer zu werfen? Die Luft scheint rein zu sein. Hoffe ich. Es sei denn, es ist eine Falle. Du bist eine Schande für den Berufsstand der Piraten. Ich konzentriere mich im Moment mehr auf den Beruf des Überlebenskünstlers. Danke. Geh einfach da hoch. So weit, so gut. Also, offensichtlich bin ich Guybrush Threepwood. Freut mich, dich kennenzulernen. Nochmal. Ich nehme an, das ist diesmal deine echte Haut? Ja, tut mir leid, dass ich dich mit den anderen zwei ausgetrickst habe. Zwei? Mit der einen. Mathe ist nicht mein bestes Fach. Wie auch immer, mach dir keine Gedanken darüber. Du bist LeChucks Rivale, nicht meiner. Ich habe bessere Dinge, um die ich mich kümmern kann. Außerdem hat mir das Buch gefallen, das du mir mitgebracht hast. Na, das ist nett. Wo sind alle? Flambé ist oben im Krähennest. Die Chancen stehen gut, dass er schläft. Iron Rose sagte, dass sie eine Besorgung machen wollte. Der Rest ist mit LeChuck auf das andere Schiff gegangen. Könnte das das Schiff von Captain Madison sein? Ich glaube, ja. Interessant. Hm, okay. Nicht den Kopf hängen lassen, Bob. Das ist immer noch nicht lustig. Ich habe jetzt überlegt, ihm das Buch zu geben. Hey, Bob, möchtest du dieses Buch lesen? Es handelt von einer Reise, die nie endet. Klingt interessant. Und lang. Hier hast du dein Witzebuch zurück. Weil ich nämlich herausgefunden habe, dass ich das Witzebuch brauche. Für... auf Brr Island. Das Krähennest ist dort oben. Da brauche ich das nämlich. Das habe ich schon herausgefunden. Ich glaube, der kann mir nicht großartig helfen. So, das heißt, alle sind mit LeChuck weg. Das Schiff ist also unbeobachtet. War hier noch irgendwas, was ich vielleicht mitnehmen könnte? Nicht wirklich. So, ja, also nochmal drauf zurückzukommen. Ich habe herausgefunden, dass ich in Putra ein paar Aufgaben erledigen muss. Und deshalb brauche ich ein paar Sachen. So. Der Tod wartet auf alle, die eintreten. Ich würde umkehren, wenn ich du wäre. Nö. Ein Schlüssel. Es ist keiner der goldenen Schlüssel, aber in meinen Augen ist jeder Schlüssel ein guter Schlüssel. Richtig. Alles mitnehmen, was wir kriegen können. Sackgasse. Schiefer Baum. Hier ist nix. Lichtung. Sieht aus wie ein weiterer gieriger Pirat, den ein schmutziges Schicksal ereilt hat. Ja, dieser Ort ist mir unheimlich. An den schlimmsten Orten gibt es Pilze. Okay, und hier ist eine Höhle. La 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 la
Mann, das dauert lange. Ralalala. Da. Hier oben her und dann da unten her. Da steht XYZZY. Ich habe die Nase voll von Schlössern. Mit dem konnte ich das aufmachen. So. Oh. Ja, am besten. Ich hab nichts zum Feuer machen. Ich brauche also irgendwas zum Feuer machen. Ey, warte mal, Feuer machen. Der Flambé ist doch, der hat doch Feuer auf dem Kopf. Vielleicht kann ich mir von dem ein bisschen was stibitzen. So. Der hatte doch einen Dings auf dem Kopf. Ich beeile mich besser. Ich weiß nicht, wann LeChuck zurückkommt. Ja, ich mache hin. Hochklettern. Und Flambe. Ich bin sicher, er hat nichts dagegen, wenn ich mir etwas Dämonenfeuer ausleihe. Oh, auch noch Dämonenfeuer. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Dämonenfeuer und normalen Feuer? Sie ist mit Dämonenfeuer beleuchtet. Ja und? Was heißt das? Also ich habe jetzt einfach gedacht, weil er halt Feuer ist. Obwohl ich hätte auch bei LeChuck bei den Kerzen mehr Feuer nehmen können, ne? Egal. Schreckliche Stimmung. Mystische Musik. Dum, 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 dum. Voll dramatisch. Oh, ich bin direkt hier vorne hingekommen. Das ist gut. Dämonenfeuer. Was ist denn? Dämonen. Da steht: Warnung, Sie betreten gleich ein Labyrinth aus verwinkelten Passagen. Oh, nö. Echt jetzt? Warum waren da... Hä, warum waren da jetzt gerade X'e? Oh. Wieso sind hier X'e? Ach so, quasi da nicht rein. 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 Oh, oh. Scheiße. Ich hätte vielleicht vorher das Schild lesen sollen. Oh, gut, dass du auf meinem Bett gelandet bist. Herman Toothrot? Ich glaube schon. Es ist schon eine Weile her. Namen machen komische Sachen, wenn man sie nicht benutzt. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wer das ist. Wie ist es dir ergangen? Naja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht mehr, wer das ist. Bist du schon sehr lange in dieser Höhle? Ja, nicht aus geologischer Sicht. Gemessen an der Gesamtzahl der Jahre, die die Höhle existiert, wäre das eine kleine Zahl. Auf einer menschlichen Ebene jedoch. Ja, das hängt von deiner Perspektive ab. Ich weiß nicht warum, aber der erinnert mich so ein bisschen an den Typen, der seinen Goldzahn in einer Kaugummiblase hatte. Könnte der das sein? Ich suche nach einem goldenen Schlüssel. Das klingt wie etwas, das ich vielleicht mal in einem Buch gelesen habe. Bist du eine fiktive Figur? Nicht, dass ich wüsste. Ich sehe den Schlüssel hinter dir. Wie kommt man aus diesem Ort heraus? Normalerweise tut man das nicht. Machen dir all die seltsamen Schreie in den Höhlen Angst? Oh, das bin ich. Nur ein bisschen leichte Unterhaltung und Wohlfühlarbeit. Urschreien ist sehr therapeutisch. Probier es aus. Ah! Du hast recht. Das fühlt sich gut an. Okay, das war...
Ich glaube, ich schaue mich mal um. Ich werde hier sein, wenn du die große Tour beendet hast. Was sind das für Kritzeleien? Mein neo-utilitaristisches Manifest. Aha. War das mal eine Lampe? Na, nachdem ich etwa 3 Tage hier war, ist das Öl ausgegangen. Und dann ist sie ein bisschen kaputt gegangen. Ich habe sie zum Rattenfangen benutzt. Aha. Was war das mal? Das ist das Cover eines Buches, das ich gelesen habe. Am Ende der Planke. Okay. Schlüssel! Es ist ein goldener Schlüssel. Nicht anfassen! Warum? Ich brauch den. Du warst auch auf der Suche nach den Schlüsseln. So bist du hier gelandet. Ist das so? Ich nehme an, das würde Sinn ergeben. Ich brauche ihn. Lass uns einen Handel um den Schlüssel machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn aus einem bestimmten Grund wollte. Aber ein Jahrzehnt in einer dunklen Höhle kann deinem Gedächtnis ganz schön zusetzen. Also, hol mich hier raus und dann überlasse ich dir den Schlüssel. Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Ich weiß es nicht. Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Ich weiß es nicht. Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Geht das jetzt so lange weiter, bis wir uns drum streiten? Wenn du mir den Schlüssel überlässt, hole ich dich aus der Höhle heraus. Das klingt gut. Solange die Flucht zuerst kommt und der Schlüssel danach. Erst der Schlüssel, dann die Flucht. Erst die Flucht, dann der Schlüssel. Streiten wir uns jetzt echt darum? Dass ich den Schlüssel habe, ist für das Allgemeinwohl. Sicherlich für dein Allgemeinwohl. Ja, das stimmt. Gib mir einfach den Schlüssel. Nein! Ehrlich jetzt.